Oh, das geht auch schon wieder weiter. Ah, verdammt, Drohnen. Gebiet gesichert. Ja, egal, ich hab sonst keine anderen Waffe. Okay, Mosaik sagt, sie sind sicher. Der Durchgang ist auf der anderen Seite. Schnell, bevor noch mehr auftauchen. So, ne. Mission, okay, für solchen schweren Schaden, okay, oder kritische Trefferlade, mehr Schaden. Ansonsten, ich bräuchte noch ein bisschen Munition. Ah, wo ist denn der noch? Ah, da ist noch was. Ups. Dass das nicht wehtut, so sich gegen die Wand zu hauen. Okay, so. Mit Munition aufgerüstet, weiter geht's. Ich frage mich sowieso, wie hab ich es geschafft, die ganzen Arschlöcher zu töten, ohne dass gleich der gesamte Alarm in der Basis losgeht und irgendwie alle Aliens aus der gesamten Umgebung umstürmen. Normalerweise würde man sich denken, dass da jetzt wirklich alles kommt. Heilige Scheiße! Sehen Sie sich das an! Die Türme sind nur der erste Schritt. Wenn sie fertig sind, wäre eine vollständige Invasion eine Sache von Stunden. Sieht sich nicht nett aus. Ja, okay, da komme ich nicht rüber. Okay, Doc. Ich bin am Vangate. Lotsen Sie mich zu dem Transponder und dann nichts wie weg. Sie können sich den Transponder jetzt holen. Verstanden. Ich komme zurück, sobald ich ihn habe. Wenn man es schaffen würde, ein einziges Schiff davon zum Klauen und zum Erforschen, ich glaube dann die technologischen Fortschritte, was man da rausbekommen würde, das würde die Menschheit tausende Jahre voranbringen. Na gut, ich glaube auch so hat sich der technologische Fortschritt weit genug gebracht. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie soweit sind, Carter. Verdammt nochmal, was tust du? Auch so ist der Fortschritt im Spiel für die Menschheit schon weiter als was im wirklichen Leben jemals möglich gewesen wäre. Na gut. Barnes, machen Sie den Skyranger klar. Wir werden ihn Transporter nach unten sind blockiert. Ich kann hier nichts. Du kannst nicht mehr fliehen. Komm raus. Ich möchte dir etwas zeigen. Ich hab Warum flüchtet ihr vor dem Unvermeidlichen? Wer ist das? In eurer Sprache bedeutet mein Name Axis. Achse. Und anders als ihr denkt, bin ich nicht euer Feind. Sag das deinen Soldaten. Interessant. Oh Gott. Sowas von schief gehen. Feind angegriffen! Sie haben sich dort verstanden! Unser Reich ist Platz für alle. Der Gefallene wird es sogar. Ich werde niemals euer Sklave sein. Herr Verblob! Schade, dass du so Schade, dass ihr nicht einfach als Freunde gewesen kommen könnt. Alle Ziele eliminiert. Das Wichtige ist dann. Ich bin mit dem Granatenmunition. Warum sind die Splittergranaten verdammt nochmal? Ich dachte, die sind da nicht mehr weitergegangen. Okay, Munition ist voll. Ah, verdammt, das wollte ich jetzt nicht. Also dann wird es die Steuerung auch noch ein bisschen hackig. Das ist schon. Na gut, weiter geht's. Wenn es runter nicht geht, dann eben rauf! Arschloch.
habe, deswegen ist es scheiße. So, guck ich mal, wie ich drauf komme. Damit jetzt das, was oben so vor sich liegt. Na gut. Sagen Sie mir, Sie haben einen Plan. Welchen, Carter? Komm! Barnes, wir sind hier! Auf dem Dach vom Turm! Du denkst, du kannst unsere Invasion stoppen? Du kannst nicht einmal entkommen. Nicht nett. Munitionskiste habe ich. Ja, nee, schon. Ich will wieder meinen nuklearen Granatwerfer oder was das sein soll. Scheiß Streulaser, wer braucht das schon? Warum nicht Nuklearwerfer? So. Na gut, er ist stark, aber. Zu stark. Na, was soll's? Oh Gott, ich komm, das wird schon. Jetzt reicht's! Wo steckst du, Axis? Du kommst zu mir. Schon bald. Zeig dich, du feiges Schwein! Das gefällt mir ganz und gar nicht. Entdeckung! Schnell! Ich hab so ein ungutes Gefühl dabei. Wenn Gewalt die einzige Sprache ist, die ihr versteht. Oh Gott, haben Sie das gesehen? Gehen Sie woanders in Deckung! Einen direkten Treffer von dem Ding überstehen wir nicht. Vor der Wahrheit könnt ihr euch nicht verbergen. Das muss aufhören. Sofort! Ich hab so ein ungutes Gefühl bei dieser Sache. Oh, Heiß! Scheiße, scheiße, scheiße. Ich hab schon gewusst, warum ich das Teil mitnehme. Mami! Oh, dann nochmal. Scheiß Platz. Verschließe überhaupt nicht, ich exekutiere euch alle. Euer Widerstand bringt nur weiteres Leid über eure Spezies. Ich hab ganz andere Sorgen mit der Arme. Erspart euch die Qualen. Ergebt euch. Niemals! Scheiße. Ich brauche Hilfe! Nee. Lenken Sie die Aufmerksamkeit von diesem Bastard auf sich! Ja. Hierher! Andere Idee. Du magst einen kritischen. Geben Sie ihm den Rest! Und du wieder. Helfen Sie mir auf! Helfen Sie mir auf! Danke, das war bitter nötig. Haben Sie das gesehen? Gehen Sie woanders in Deckung! Einen direkten Treffer von dem Ding überstehen wir nicht! Sie sind verletzt! Vor der Wahrheit könnt ihr euch. Es gibt uns noch, Axis! Das muss aufhören! Sofort! Kleineren Schiffe zu zerstören. Bedenkt selbst, welche Chance ihr wohl es wird. Nein! Nur weil. Oh Gott, jetzt habe ich durch einen Scheißbug. Das nervt. Das nervt jetzt ganz stark. Ich wiederhole, hören Sie mich! Barnes, sind bereit für Evakuierung. Los! Mein Gott, Sie leben! Ich komme! Und dann nichts wie weg hier! Gut gemacht, Carter. Sie und Ihr Team haben es geschafft. Ja, aber was hat es uns gekostet? Die gewinnen, Doc. Aber durch den Transponder, den Sie erbeutet haben, können wir jetzt zurückschlagen. Ja. Und trotzdem habe ich beide verloren. Pittman und Kowski. Und Pittman ist nur gestorben, weil Sinclair zu blöd war zum Retzen. Ich habe ihm 3-mal den Befehl gegeben und er ist dann zu mir gelaufen. Was soll der Scheiß? Das ist echt frustrierend.
Von diesem Turm aus verschleppen sie Menschen. Wenn wir schnell sind, können wir eine Rettungsaktion starten, bevor... Darf ich erfahren, was hier los ist? Ich ließ das Labor einen Test entwickeln, um Feindagenten zu enttarnen. Wir testen alle, die hier rein oder raus wollen. Los in Quarantäne. Echt schade um der Silver. Was, Hawk? Heinrich hat eins von Musex wichtigsten Kommandos isoliert. Ein Mensch hört nur Rauschen. Aber ein Outsider... Sehr viel mehr. Bitte, Doktor. Er reagiert. Das sollte nicht passieren. Mehr! William. Carter! William! Carter! Agent Carter, tut mir leid, dass ich Ihnen das sagen muss, aber... Wo ist Julia? Deswegen bin ich hier. Als Sie in Indochina waren, da gab es ein Unglück. Was? Blödsinn, was für ein Unglück? Ein Feuer in Ihrem Haus in Arlington. Julia Richard. Dienst untauglich. Sie sind betrunken. Schlafen Sie im Wohnschutz. Jules, begraben, bevor ich Abschied nehmen konnte. Dies ist Ihr drittes Disziplinarverfahren, Agent. Will! Lasst mich gehen. Ich hab's erwischt. Ich muss Ihnen helfen. Dad! Lasst mich gehen. Lasst mich gehen. Na, aufgewacht? Ja. Hat er sich schon davon überzeugt, dass ich ein Mensch bin? Sie leben, oder? Halbwegs, ja. Das wird schon wieder. Der Direktor hat angeordnet, Sie zu ihm zu schicken, sobald Sie aufwachen. Ich würde ihn nicht warten lassen. Ja, nicht warten lassen. Nee, nachdem er mich da so schön tachriert hat. Aber dein, wenn es wahrscheinlich schon mitbekommen, ich habe gerade einen Kaugummi im Mund. Und das aus einem guten Grund, weil ab hier wird meine Aufnahmeseason wieder enden. Ich werde dann die nächsten paar Tage erstmal wieder weiter aufnehmen und ja, bis diese Folge hochgeladen wird, werden sowieso einige Tage vergehen. Ich hoffe, euch haben die neuen Folgen gefallen, dass der Sound für euch gepasst hat und auch, dass ihr weiterhin meine Let's Play Serie anzieht und weiterhin mitfiebert, wie die Story von The Barrow XCOM weitergeht. Dazu sage ich danke fürs Zusehen, Leute, und bis zum nächsten Mal.